Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Ego und Thüringen. Zu zweit. Ich mache jetzt noch hier mit Auerreif den Feldrandkurs. Und Kamm, sie fährt aktuell Gras vorbei zum schönen Silo. Er macht alles für Silage. Ja, die Silos. Ja, alles für Silage und das holen wir später ab mit meiner großen Schaufel. So, ich gehe mal loslegen. So. Die Silos müssen voll werden heute noch. Wahnsinn. Der muss aber Gas geben. Und sag mir Bescheid, wenn eine Silage fertig ist, dann kann ich holen kann. Und voll lassen. Ja, wie lange dauert das? Oh, wir haben ja mit 3 Tagen. Das ist ja mit 9 Tagen, kann ich gleich sagen. Das dauert lange jedenfalls. Ja. Meine Ballen haben wir was haben, dann ist das Zeit. Ja. Zeit haben wir genug. Ist ja halt so, ne? Die Zeit können wir ja nicht ändern. Ne, ich fahre mal gerade den Kurs ein fürs Feld. Euro 45. Dann kann her, kann sie hier fleißig wieder abernten und alles zu meinem Hof fahren. Das erste hat mir gefallen, das zweite nicht. Abernten mache ich schon, aber zu dem Hof fahre ich nicht. Naja, ich muss es mir oft genug erzählen, dann machst du es mir auch. Hat doch mal ein berühmter Mann gesagt, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, dann glaubst du alle, weil sie denken, es war. Wer war denn das? Der Sebastian Kurz? Nein, der war noch berühmter. Oder berühmt. Berühmt ist vielleicht ein verkehrter Ausdruck. Der war, naja. Berüchtigt. Der war, naja. Wie soll ich sagen? Ne? Der Reichspropagandaminister von Deutschland damals. Goebbels, glaube ich. Und da ist der Begriff berühmt ein bisschen ungünstig gewählt. Aber er hat mal den Satz geprägt. Und das trifft ja heute im Grunde voll zu. Ja, wenn du die Fernsehen anmachst, dann hörst du immer denselben Scheiß. So, mal gucken mal. Feldnummer 33 wollte ich machen. Dass ich halt mein Geld verdiene für meine Zinsen. So, 33 heißt, du könntest ja mein Traktor mitnehmen gleich, ne? Das heißt halt deine Ecke. Ja, du kannst ihn hinten reinschmeißen beim Jumbo. Ja, genau. Das meine ich damit. Oder eine Abklappstange. Dann spare ich Spritkosten ein. Und jetzt werde ich verfolgt. Oh. Der Schatten verfolgt mich. So, aber hier mal einfach. Ich muss Platz machen hier. Rase vom Dienst. Ah, die Mu hinten drauf. Wieso fährst du so schnell? Das ist eilig. Ja, bevor das Fenster wird, muss ich fertig werden. Nicht, dass man das Gras verrottet über Nacht. Nö, es wird höchstens bei Regen weniger. Aber er meldet ja. Das ist schon Heu? Nein, das Heu wird weniger beim Regen, aber das Gras verrottet, glaube ich, über Nacht. Er wird auch weniger. Ja, aber ohne Regen sogar. Ach so? Ich habe mal gehört, ohne Regen wird das weniger, ja? Ach so. Ja, gut, das könnte sein, dass ein bisschen, jein. Also von Natur ist es eigentlich nicht so, es wird eher trocken.
würde Heu werden. Ja, aber irgendwann, wenn es nass ist, wird es verrotten auch, ne? Ja, ja. Ist schon besser, wenn du das vorher fertig kriegst. Sonst habe ich dann so hohe Verluste nachher. So, zu 32 wollte ich glaube ich. Oder 33. Mal schauen. Und da fahre ich in der verkehrte Richtung, sehe ich gerade. Wenn wir über das Feld fahren hier, da kenne ich nichts. Muss ja irgendwie da hinkommen. So. Er hat mich nicht gesehen. So. Bist du über meine Wiese gefahren? Nein, nein, das sah nur so aus. Das war der Schatten von mir. Ja. Was hat man da hingestellt? Saatgut. Dünger. Mein Dünger, wie man eine verkehrte Tasse gedrückt. Ich hab mir gedacht, das hast du für mich hingestellt. Als Wegzoll. Einer von den beiden ist ganz, ganz wenig. Oh, da hat. Hab verkehrt noch aufgeladen. Ein Gramm oder so. Ja, das brauche ich doch. Meine Aufgabe. Ja, mit 1 Gramm Dünger kommst du nicht weit, ne? Nee, 32. Aber es reicht aus, um den Weg zu blockieren, ne? Warum sind die Felder bei dir so klein? Ja, weil das auch eher für kleinere Bauern gedacht ist, da in der Nähe von mir. Glaube ich halt. Ach so. Für kleine Schweinebauern. Jo. Mach mal gleich fertig hier. Jetzt können wir gleich mal den Kurs holen. Das, ja, können wir machen. Da fährt ja eh die erste Runde, dann machen wir gleich den Kurs mit. Dann haben wir 2 Fliegen, 1 Klappe. Und dann kann ich mir das Stroh wieder holen, wenn der Kollege hier Kamsi abgeerntet hat. Und wenn er mal kurz nicht da ist, dann kann ich rüberfahren und gleich Stroh mopsen. Mit der großen Ballenpresse. Mit der Premus. Aber wenn die andere Fabrik auch so viel Arbeit macht und keinen Nutzen mehr rauskommt, der kann sich auch nicht bauen. Pellets. Ein Zuschussgeschäft. Die vom Stroh dann die Pellets, ja. Ja. Aber ich werde mir jetzt mal schauen, dass ich 2 Autoanhänger kriege. Ein, also kleine Prinzip. Einmal für die Balken und einmal für die Paletten und einen dritten für die Bretter. Dann ist es leichter zu handhaben. Dann fällt man sich halt so doof dämlich mit der Paletten. Mit dem Gabelstapler. Da habe ich mal gelesen bei der Pelletsfabrik, das wird dann immer mehr. Also du schützt was rein, das wird mehr. Und wenn du das wieder reinschützt, die Pellets, was rauskommen, dann kannst du es immer vermehren anscheinend. Ach so, ja. Also ist ein Bug. Ach so, ach gut, würden sie irgendwann bearbeiten, ne? Das werden sie ja irgendwann rausfinden und dann wird's gefixt, heißt das so.
Hast du da die Pflaumenbäume schon mal bewirtschaftet? Nicht, oder? Nein. Du Hobby. Da wirst du auch kein Vermögen verdienen. Nein, das ist nur so eine Nebenbeschäftigung, ne? Das ist meine Erfahrung, wenn du reell nimmst, die musst du ja normalerweise per Hand ernten. Und das wäre ja auf Dauer ja auch nicht rentabel, ne? Aber gut, das ist halt so, ne? Muss halt die Arbeit machen, was sie rentiert. Und das heißt hier in dem Falle, ja, meistenteils Getreide, ne? Oder Raps oder Sonnenblumen, ne? Wo zum einen der Preis stimmt und wo du eigentlich wenig Arbeit hast, ne? Ja, das andere ist halt mehr Abwechslung, ne? Ja, muss auch sein, ne? Kann man machen, wenn man will, wenn man nicht will. Ja. Kann man es eh bleiben lassen, ne? Ja. So. Jetzt muss ich mir den Kursrest zeigen lassen und dann weiterfahren. Es ging ja nur darum, dass ich die erste Runde einfahre, dass wir einen Feldrandkurs haben. Nachher muss ich noch, spätestens nachher, muss dann auch angeschlossen werden am Wegpunkt im Prinzip. Damit der Traktor auch oder LKW weiß, wohin fahren muss. Ne? Sonst weiß er ja nicht, wo es ist. Schnell den Rest zu Restdüngen noch und dann mal sehen, was wir jetzt. Feld Nummer 29 ist aktuell. Es sind neue Aufgaben zugekommen. Düngen Feld Nummer 47. Wo ist das? Ach, genau. Sobald der andere 40 fertig ist. Und 28. 29. Können wir den Kleinen nicht machen, so eine Aufgabe. Da fährt er sich da oben dämlich. Es wird langsam dunkel. Ich glaube, du hast eher mal einen großen Düngerstreuer gehabt. Ja, der fährt ja aktuell. Auf Feld Nummer 29. Nee. Achso, du fährst mit zwei. Ja. Sonst wäre ich nicht reich hier, muss um zwei fahren. Der Kleine macht die kleine Mission und der Große macht die große. Wenn ein Große geht, ansonsten macht er den nächstgrößeren Feld, ne? Also was in der Nähe ist vor allen Dingen. Ich mache es ja auch mehr nebenbei, dass wir mit Outdrive anschließen können. Das macht sie mit einem Fahrzeug besser als mit großen. Das haben wir auch gekauft. Und wenn du mieten tust, dann verdienst du bei der Mission überhaupt nichts. Weil die Mietkosten ja abzahlen muss am Tag. Jetzt mit dem Lüfter geht es ein bisschen besser geworden, nicht mehr so heiß. Ich hatte hier schon 27 Grad gehabt. Da wird es im Sommer dann super, hä? Ja, ich habe die Westseite, also ich muss dann am Tage die Jalousien ja zumachen. Also wenn ich zur Frühschicht fahre, geht's noch, ne? Weil fahren wir das ist ja noch, aber Spätschicht wäre dann ungünstig, ne? Weil Sonne voll reichen halt. Aber mal sehen, ob mein Kollege noch da ist über nächste Woche. Zur Spätschicht.
mein Gegenschichtler. Der 27 ist fertig. Wahnsinn. Direkt gewaltig, ne? Hast du einen großen Traktor gekauft. Bei uns haben die Lohnunternehmer meistens Feind und ich muss auch Feind haben. Ja, kann man machen, ne? Ist ja oft so, wer am besten Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ne? Im Allgemeinen. Das muss ja passen, von der, dass du mir sagen kannst, okay, wird selten repariert oder hast günstige Reparaturen bei, ne? Viel Garantie und so, ne? Das wird wahrscheinlich dann passen, ja. Ja. Oder ist ein Fan. Fan, ne? Ja, mir gefällt. Also da im Spiel. Ja. Ich hab ein bisschen querbeet. Von geht ein bisschen was, ne? Ich leg mich da so vornherein nicht fest, wenn ich einen Traktor haben werde, aber. Aber die Fans sind ganz gut, die sind auch relativ schnell. Ja, weil da gehen die größeren zumindest, die gehen 60, ne? Ja, da das bei langen Strecken, wenn du jetzt Gras fahren willst, ist das schon ein großer Vorteil, ne? Aber da ist der Fast Track, der ist auch gut, ne? Weil die gehen, glaube ich, sogar 70 teilweise, oder? Ja, aber die haben nicht so viel Kraft. Im Original haben sie nicht so viel Kraft. Im Original. Ich habe ja einen Traktor, Fast Track Tuning, der macht 145 km/h. Aber den haben wir hier nicht drauf. Weil er mir ein bisschen zu unrealistisch ist. Ist das der rote, den du bei der Marsch hast? Nee, da habe ich einen anderen Fast Track, der fährt da aber auch nur 70 km/h. Der hat aber 600 PS. Das ist ein anderer Traktor. Den habe ich mal gehabt für mein Logo. Unten rechts. So, fällt der auch fertig. So, liebe Schauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.